bisschen stärker als normalerweise, ne? Hier war jemand. Oh. Ich habe einen Tunnel von wem gefunden. Herzlich willkommen zurück, Leute. Varo 3 geht weiter. Jetzt sind unsere ersten drei Folgen zu Ende. Jetzt ist wieder live und dabei ist natürlich der Early. Guten Tag. Team Lautstark ist am Start und wir wissen ja jetzt, wer es war. Dalo, lass erstmal rauf, dann können wir weiter erzählen. Ich habe so viele Sachen zu erzählen. Du willst jetzt? Okay, du willst jetzt rauf. Okay. 3, 2, 1. Los. Oh Gott, ich wollte erst Sachen erzählen, weil es jetzt schlimm werden kann. So, es kann bitte, sein, bitte, ach, das sind nur 10 connecten. Sekunden, nicht 30 Sekunden. Es kann sein, dass unser Zuckerrohr hier ist keiner, wunderschön. Es kann sein, ich hab Angst, dass einer connected, Mann. Ich guck mal ganz kurz. Lol, in der Kombi war auch nichts gepostet. Also, juckt uns das erstmal. Oh, der hat unser Zuckerrohr gewachsen. Warum ist das nicht gewachsen? Das ist nicht zu Ende gewachsen. Ah, okay. Aber, hast du Holz? Unsere Kiste hast du Holz? Ist da. Ich habe Holz. Sechs Holz. Nee, dann hab ich das verbraucht. Scheiße, ich brauch 6 Holz, dann kann ich. Nein, brauch ich nicht. Ich brauche ein Leder, Dano. Ich brauche ein Leder für ein Buch. Leder. Ich habe zwei. Nein, Rabbit Hide. Scheiße. Ich habe. Ja, warte mal, gib mal. Ich brauche noch ein weiteres Rabbit Hide. Ich glaube, aus 4 kann man ein Leder herstellen. Hier, Rabbit Hide. Hab ich in die Kiste getan, Early Mann. Okay, also wir wollten erzählen. Basti und Skate waren es. Die sind ja hier genau in der Nähe. Wollen wir zurückgehen, wo wir am Anfang ausgelockt haben und deren Höhle suchen? Ich weiß nicht, vielleicht sind die ja schon lange weg. Das kann ja auch sein. Okay, jetzt wurde es gepostet, Early. It's real. Wir sind drauf. The Hype is real! Was? Okay, aber sollten wir uns dann nicht woanders hin verziehen? Weil die wissen doch, wo unsere Höhle ist, Mann. Machen wir auch diese Folge. Wir gucken gerade nochmal ruhig. Warte, grab du erstmal weiter. Ich muss ganz kurz überlegen. Keine Zeit verschwenden. Ja, weitergraben ist so eine Sache, ne? Ist relativ weit weg, wo ich gegraben habe. Dann mache ich einen neuen Tunnel. Macht mehr Sinn. Damit ich nicht zu weit von dir weggehe jetzt. So, ja. Kein Stress. So, ich glaube, die Koordinaten habe ich ja immer noch. So, okay, ja, Kohle, ja, brauche ich nur 7 reinpacken. So, und zwar, wir wissen, okay, dass Skate und Basti diejenigen waren, die sich hier bei uns befunden haben. Wegen denen konnten wir uns auch am Anfang nicht ausloggen. Die erste Folge ist heute live gegangen, heute Samstag. Heute ist die erste Folge durch. Ich grab uns gleich mal einen Ausgang. Die erste Folge ist schon durch. Und, es hat sich auf jeden Fall eine Menge getan. Da ist eine ganze Menge passiert und wir dachten ja ganz kurz, es ist verbuggt gewesen. Hast du eine volle mit dem Rüstung? Ausloggen. Lass mich kurz schauen. Ich habe eine volle Rüstung, ja. Wir dachten ja ganz kurz, es sei verbuggt gewesen mit dem Ausloggen. Kann ja sein. Ja. Und weil die sind die ganze Zeit gesneakt, wir ja nicht. Das heißt, da waren wir die, die den Überraschungseffekt abbekommen haben. Es waren also wirklich welche neben uns und wir hatten jetzt Angst, weil wir es nicht geschafft haben, die Base zuzubauen, dass sie uns innerhalb dieser 3 Folgen, die man ja im Voraus aufnehmen konnte, die Base jetzt geplündert haben und vielleicht sogar auf uns warten. Da haben wir jetzt Glück gehabt, das ist jetzt nicht der Fall. Haben wir echt Glück gehabt. Aber die wissen ja jetzt trotzdem, wo wir sind. Das hat sich ja leider nicht geändert. Hier ist ein Zombie mit kompletter Goldrüstung. Wow, ich nehme ihn um. Pass aber auf, ne? Der ist ein bisschen stärker als normalerweise, ne? Hier war jemand. Wo? Ich habe einen Tunnel von wem gefunden. Wo? Ja. Komm zu mir. Ich komm. Was ist das? Was war das? Alter, okay. Hier ist keiner auf dem Server. Alles gut. Es ist niemand auf dem Server. Mir kann gerade nichts passieren. Ich habe einen kompletten Tunnel dahin gebaut. Ich habe eine Verbindung getroffen. Und das waren die. Glaub mal dran. So, hier sind wir schon. Ich bin mir nicht sicher. Komm rein. Ich komme. Und hier siehst du auf jeden Fall, dass einer war. Hier wurde die Lava zugebaut, hier wurde gelootet und hier ist ein langer Gang. Achso, das war noch nicht verbunden mit unserem. Das war noch nicht verbunden. Das waren wir das nicht. Das heißt, die haben unseren nicht finden können. Das wird Skate und Basti sein hier. Das habe ich doch gesagt gerade. Ja, hier wurde gestrip-mined. Mit Fackeln und Co. Wir machen jetzt was. Dalo, komm mal wieder zurück. Wir gehen jetzt wieder zurück. Wir wollen mal hier gucken. Wohin? Oder drauf scheißen. Ich wollte hier mich kurz umschauen. Ich würde das nutzen vielleicht. Wir gucken uns kurz um. Ich halte die Aufnahmezeit im Auge. Ich suche ja den Anfang dieses Tunnels, weil irgendwo müssen die doch angefangen haben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oh, Lava Trap. Ich such mal auch. Wow, ist der Tunnel lang. Scheiße. Ich hoffe, ich finde zurück. Hier ist Ende. Bis hier haben sie gebuddelt. Pit ist der Tunnel lang. Wow.
Hier wurde schon geackert. Das haben die drei Folgen gemacht. Hätten die sich in die andere Richtung gebuddelt, hätten, wären die zu uns gekommen. Die haben sich genau in die entgegengesetzte Richtung gegraben. Die Frage ist, wo ist deren Weg? Ah, die wird hinter irgendeiner Wand sein. Ganz einfach. Nur wo? Nicht einfach rauszukriegen, leider. Kann ja irgendwo in dem Tunnel sein, sicher, dass sicher, dass sie es nicht offen haben, das wäre echt nice. Aber was wir auf jeden Fall machen, wir werden gleich die Gänge hier ein wenig zubasteln, dass sie sich wieder rausbauen müssen und Lavafallen überall verplatzieren. Ja, okay, Lavafalle ist ja in der Hinsicht nur nicht erlaubt, wenn wir wissen, wo sie sind, richtig? Also wir dürfen wir machen ja keine Spawn-Trapping, das machen wir nicht. Wir bauen einfach nur Fallen ja, in den Gang. Ja, aber wir können ja unweigerlich dadurch eine Spawn-Trap gebaut haben. Theoretisch. Das ist aber, glaube ich, ich frage mal kurz in der Konfi nach. Würde ich nicht machen, dann wissen die ja, wer gemeint ist. Ja, nee, das wäre blöd. Ja, das ist aber auch scheiße, wenn man nicht nachfragt, ob das denn einfach macht. Aber wenn man nachfragt, dann ist der Plan wieder am Arsch, weil dann jeder vorsichtig ist. Vor allem Skate. Naja, wie gesagt, wir wissen ja nicht, wo sie gebaut haben. Da sind wir uns ja hundertprozentig einig. Ja. Wir können ja nicht wissen. Ja, weil dann da kann man ja gar keine Fallen bauen. Aber Fallen darf man ja bauen. Nur wo davon ist jetzt die Base? Ich finde die. Ich finde die, Early. Ich finde die Base. Hallo, verpasst die Zeit im Blick. Wir sind jetzt 6 Minuten. Wir müssen uns langsam auf die Socken machen. Wohin? Woanders hin. Ja, also dein Ziel ist es wirklich, einfach den Ort zu verlassen. Ja. Dann bau doch schon mal soweit alles ab, weil du hast ja den Plan mit dem Zuckerrohr und so weiter. Du hast ja das Zeug. Wir müssen einfach nur mitnehmen. Ich habe alles Zeug. Oh, habe ich mir erschrocken. Auf einmal wurde es hier Licht. Wurde es hier hell. Das kommt, weil ich das Redstone berührt habe. Mir aufs Redstone gestellt habe. Dann wird es ja hell. Und gibt eine Lichtquelle. Ach, ich bin erschrocken. Ich dachte, irgendwer hat hier eine Fackel hin auf einmal hingestellt. Ja, leck mich am Arsch. Wo würde es denn Sinn machen, die Base hinzusetzen? Ich bin auch schon auf dem Rückweg. Also wenn du sagst, du packst ein, bin ich da. Ich wollte gerade sagen, hier oben ist es, aber das war ich selbst. Was da geht? Wo? Oh. Das hier ist komisch. Ein Zugang zur Oberfläche. Oder sowas ähnliches. Okay, pass auf, ich werde jetzt alles mit Lava dich basteln. Nein, du verschwendest doch selber gerade so viel Zeit. Wir müssen weg, Early, wir müssen weg. Ich habe jetzt wirklich mal so ein paar Stichproben mäßig gemacht. Bau keine Blöcke weg, die auf einmal da sind. Die vorher nicht da waren. Komm mal zurück zu mir. Ich habe schon so viele Blöcke weggebaut, Early. Wenn du jetzt einen normalen Stein wegbaust, da ist Lava drüber. Ich habe die so einen Weg gebaut, dass du dich da durchbauen musst. Komm hier raus, hier hinten. Warte. Eine Sache ist hier komisch. Komm, gib mir was. Was habe ich denn da gefunden? Warte irgendwie. Was machst du hier? Ich habe den Weg nach oben gefunden. Ich habe Öfen. Hier sind Öfen. Nee, Öfen schon mal. Ich gucke hier in der Nähe. Mach du weiter. Die Öfen sind leer, ne? Ich glaube, hier ist nichts da. Ich glaube, hier haben sie nicht ihre Base. Ja, aber... ist dann ja bestimmt nicht weit weg. Hinter den Öfen? Habe ich auch gerade geguckt. Nee. Da los wird nichts. Das verbraucht so viel Zeit. Das verbraucht so viel Zeit. Die sind nicht live, daher. Die können auch schon lange weg sein. Also ich weiß aus Geld auf jeden Fall, dass sie uns nicht gejagt haben. Hier darfst du nicht durch. Lange weg sind die trotzdem nicht, Early. Hier geht's zurück. Ja, wir hauen ab. Die sind auf jeden Fall noch hier. Die sind auf jeden Fall noch hier unten. Wollen wir die campen? Wenn die heute nicht aufnehmen? Geh weg. Jetzt Lava. Puh. Ja komm, hier zurück, ne? Hier ist der Weg, Early. Hast du hier? Da hab ich schon geguckt. Ja, hab ich schon geguckt. War schon überall. Oh, früher am Varo 1, Alter. Da habe ich mir Base gebaut. Da bin ich irgendwo random in der Höhle hingegangen, habe mich dann eine Folge lang nach oben halbwegs gebaut und habe mir dann alles wieder mit Cleanstone und dich gebaut, um... ist natürlich eine fantastische Geschichte, Early, wir müssen weiter. Und dann eine neue Base gebaut und dann, Alter, mich konnte keiner verfolgen. So, machen wir wieder dicht hier. Na, hier bist du rausgekommen. Hier hast du dich rausgegraben, richtig? Genau, ja, genau. Wobei das komplett dicht.
So. Dicht. Danke. Ja, hier lang. Hey, falsche Richtung, so, wenn du zu unseren Sachen willst. Hey. Komm auf. Ja, jetzt, du bist durchgegangen, das Bild. Hier sind unsere Sachen. So, Gang machen wir komplett dicht, weil wir ziehen ja jetzt eh los. So, Zuckerrohr ist leider nicht mehr gewachsen, also. Nee. So, die Truhe wird entsichert. Ist entsichert. So, ich nehme das Leder noch mit. Müll, Müll, Müll. Redstone können wir... Nimm du mal das Redstone mit, was da drin ist. Das Spinnauge weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Den Knochen mitnehmen. Dann nehmen wir auch mitnehmen. Ich habe 2 Stacks Steine BTW dabei. Ja, habe ich auch. Ich habe genug Steine dabei. Ist egal. Was ist da drin? Bestes Shit. Ich bin mal hier das Eisenverbrenner. Dauert aber so lange. Ne, nehmen wir erstmal mit. Wir hauen ab wegen Zeit. Ist einfach wegen der Zeit. Und Spinnauge habe ich auch noch dabei. Ja. Komm, abbauen. Ich baue die Drohne ab. Hast du das Eisen, was da drin war? Ja. Wasser ist eingepackt. Sogar eine Kiste mitnehmen, Early. Ich hab die Kiste dann mitgenommen. 3, 6, das muss Zuckerrohr eingesammelt haben. Ja. Du hast, ich hab 2 Zuckerrohr, ja. Okay, go. Damit wir auf jeden Fall noch wegkommen. Zuckerrohr habe ich gedroppt. Perfekt. Gut, das haben wir, das haben wir. Gut, dann würde ich sagen, Crafting haben wir auch noch, So, was machen wir? Komm, wohin hauen wir ab? Komm, wir haben nur noch 3 Minuten, Mann. Wie, wir haben noch 3 Minuten? Oh, fuck. Yeah. Komm, wir hauen hier oben ab. Warte, ich hab Cleanstone. Das ist egal, wir gehen jetzt eher in Richtung Oberfläche, oder? Richtung Oberfläche. Und wir brauchen ja sowieso Essen. Wir brauchen aber auch erstmal einen neuen Platz für eine Base. Du hast Facecam, guck mal, auf welche Höhe wir sind. Warum ist hier, Fackeln? Hab ich ausgeläutet, damit die nichts spawnen. Höhe 27 gerade. Oh, jetzt. Bin anders. Hier ist Lava in der Nähe. Monster spawnen. Auf jeden Fall die Fackel mitnehmen. Bau nicht zu viel dich, weil es ist ja. Ja, ich wollte jetzt aufhören. So viel Cleanstone haben wir nun auch nicht. Ich hab gar kein Cleanstone mehr. Ich hab 21 noch, go. Ja, ist der Cleanstone gehabt, wo ist der hin? Ich hab den, glaube ich, Jung. Hä? Den hab ich doch mit dem Metall heute nicht. Ich keine Ahnung. Whatever. Wir sind da ja oben, Leute. Das ist auf jeden Fall, diese Folge ist jetzt nicht allzu krass spannend, aber da muss ja auch mal seine Varo, weil man muss ja auch vorankommen und planen. Und es ist ja gerade erst am Anfang das Projekt. Und vor allem deswegen, ich bin soweit entfernt, ich weiß, es tut mir leid. Ganz so unspannend war es überhaupt nicht. Wir hätten ja die Base finden können. Wir hätten ja gut, Jackpot, das war natürlich spannend. Aber es ist halt nicht wirklich was passiert. Und wir haben halt nicht wirklich groß was gefunden oder sonst was, aber das kommt ja alle noch. Wir haben ja immer das, was wir brauchen. Wir können uns ein Charmant Table craften, wir können uns ein Diaschwert craften, wenn wir wollen. Das ist immer die Hauptsache und das Wichtigste. Wie hoch sind wir? Wir müssen gleich oben ankommen. 60. Na, das dauert noch. Das dauert noch, jetzt sind wir oben. Ach, das hat ja echt lang gedauert, mein Gott. Ey. Ja, total lang. Early, circa 2 Minuten noch, ne? 1,5, sagen wir. Oh, es ist Nacht. Und dann da, wo wir rausgekommen sind, ist eigentlich sehr nice. Das kann man echt gut wieder zubauen gleich. Hier können wir uns noch du draußen ausloggen? Nee, definitiv nicht. Ja, das machst du aber gerade, ne? 1,5 Minuten. 1,5 Minuten? Dalu, wir haben ja noch eine Minute gebraucht, bevor wir auf dem Server sind. Die haben wir schon abgezogen, Kollege. Ja, lass mal ein Stück laufen. Irgendwelche Richtung. Ich habe keine Ahnung, wo die Mitte ist. Ja, stimmt. Welt wird kleiner und so, ne? Ja, erst ab 30. Es sind in der ersten Folge 18 gestorben. Ja, wir sind aber noch über 50 Leute. Hallo, bist du da, ja? Stella Tony. Habe ich bekommen. Die Goldrüstung. Müll. Oh. Nicht das Schwert. Die Rüstung. Wir brauchen noch Leder. Wir brauchen mindestens einen Hasenleder. Da unten haben wir. Holz, Salo. Hase. Holz. Ich sehe Hasen. Ich hole den Hasen. Hol du Hasen? Denk dran. Was schaffe ich, glaube ich, zeitlich nicht mehr. Doch. Sag ich dir ganz ehrlich. Doch, wir haben ja 30 Sekunden Zeit. Wir sind ja 30 Sekunden vorher angekündigt.
Dann komm wieder her. Ich bin hier vorne an einem Baum, baue ich gerade ab. Ich hab das Rabbit Hide. Hm, Moment, wo bist du da oben? Wird es nicht nur 10 Sekunden vorher angekündigt? Nein, 30. Alles gut, Dalu. Wir können uns rechtzeitig verstecken. Keine Sorge. Bin bei dir hier. Bau dir mal eine Eisenschaufel. Ich hab dir Iron, ich hab das Hide gegeben. Ich hab kein Holz. Perfekt, dafür. Ein Leder. Drei Papier. 15 Sekunden. Early 15 Sekunden. Hab ein Buch. 10 Sekunden. Reicht nicht. Bin hier nicht weiter rein. Fuck, ich hätte noch umzubauen sollen. Egal. Leute, wir werden morgen wieder aufnehmen, denn wir sind mit unserem Aufnahmekontinent wieder mal am Ende. Wir müssen mal gucken, dass wir es so schaffen, dass wir mal zwei Folgen vorproduzieren können. Puh. Eigentlich wäre nicht schlecht, aber wenn wir zwei Folgen vorproduzieren wollen, müssen wir zwei Tage warten. Jetzt sind wir wieder so halb unsicher. Ja, jetzt wollen wir ja mal, wir müssen gucken, dass wir darauf hinarbeiten, dass wir mal ein paar Tage mehr haben zum Aufnehmen. Dass wir da ein bisschen mehr schaffen in zwei Folgen ineinander. Ich hätte nach oben zu bauen sollen, aber das hätte, glaube ich, wäre noch nicht gefallen. Egal, Leute, es war auf jeden Fall. Das ist deine Moderation, das glaube ich dir mal. Schaut unbedingt mal bei Early rein. Ja, und schaut auf jeden Fall morgen wieder rein, wenn es weitergeht mit Varo 3. Dalu benutzt Facecam übrigens. Ne? Ich habe so viele Leute, die immer wieder schreiben: So sieht Dalu aus. Leute, Dalu benutzt Facecam. Wer Dalu noch nicht gesehen hat, rüber jetzt zu Dalu-Card gucken. Ah, gibt so viele Leute. Oh, so sieht Balui aus. Ja, müsst ihr Balui gucken, dann wisst ihr, wie der aussieht. Die meisten nutzen Facecam. Also Balui jetzt eher selten, aber Dalu immer. Auch im Varo. Hat er jetzt gerade zum Beispiel. Also jetzt hier. Ne? Guckt ihn an da. Guckt dir Dalu an. So sieht Dalu aus. So, jetzt aber. Ich, ja, gebt euch noch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen und tschüss. Bis dann, Leute. Tschüss.